Hallo, vor einiger Zeit bin ich gefragt worden nach 18 Dingen, die den Einstieg ins Erwachsenenleben leichter machen. Ich habe drüber nachgedacht und hier sind sie. Nummer 1. Sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin für euren Beruf. Ja, sucht euch einen Menschen, der das, was ihr einmal machen wollt, bereits tut und wo ihr seht, dieser Mensch tut es mit Freude, mit Leidenschaft, der strahlt. Und dann bittet diesen Menschen, der muss euch gar nicht nahestehen, ob ihr mit ihm reden könnt oder ob ihr schreiben dürft, ob ihr euch fallweise treffen könnt. Das hilft. Es hilft, mit Menschen zu reden, die das schon tun, was man gerne tun möchte, die die Erfahrung haben und die manchmal sagen können, das musst du durchstehen oder nein, da müsst du jetzt härter sein oder die sagen, ja, das kommt vor, das ist Teil des Berufes oder die sagen, du solltest versuchen weiterzukommen, was auch immer. Vor allem ist wichtig, dass die Mentorin oder der Mentor offen, ehrlich und durchaus auch kritisch zu euch sind. Dann kommt ihr weiter. Nummer 2. Sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin für eure privaten Beziehungen. Wiederum geht es um einen Menschen, der ein erfülltes Privatleben führt. Ob in einer Partnerschaft oder allein, was auch immer, was immer ihr wollt. Aber es geht darum, dass es ein Mensch ist, wo ihr seht, ja, der kommt gut voran. Wichtig ist, dass dieser Mensch ehrlich ist. Denn alle privaten Beziehungen oder das private Leben ist nicht immer einfach. Und es gehört ein bisschen Mut dazu, ehrlich darüber zu reden, was Freude macht und was nicht Freude macht. Aber davon könnt ihr lernen. Und es ist so hilfreich. Vor allem in einer Situation, wo es dann etwas rumpelt im eigenen Leben, zu jemandem gehen zu können und mit ihm sprechen zu können und diesen Menschen aber schon zu kennen aus den guten Zeiten. Nummer 3. Übernimm die volle Verantwortung. Schieb niemandem mehr die Schuld zu. Sag zu dir selbst, ich bin voll verantwortlich für mein Leben. Ich kann nicht mehr sagen, ja, wenn dieser Mensch so und so wäre, dann wäre ja alles leichter. Aber wenn ich eine bessere Kindheit gehabt hätte oder wenn dies oder jenes ist, vergiss es. Sag, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Und ich habe Ziele, die möchte ich gerne erreichen. Und ich werde alles tun, dass ich dorthin komme. Wenn ich schon weiß, wie gut, wenn nicht, hole ich mir die Information und auch die Unterstützung. Nummer 4. Eltern sind niemals so großartig, wie wir denken. Aber Eltern sind auch niemals so schrecklich, wie wir denken. Beides trifft nicht zu. Eltern sind Menschen. Mir hat es ungeheuer geholfen, festzustellen, wie menschlich meine Eltern sind, ihre Schwächen anzuerkennen und gleichzeitig Respekt und Achtung für ihre Stärken zu haben und mir daran ein Beispiel zu nehmen. Davon konnte ich lernen. Nummer 5. Schau, dass du eine gute Ausbildung hast. Und damit meine ich nicht ein Studium. Ja, das ist gut, aber nicht immer das Wichtigste heute. Was kannst du sonst lernen? Welche Fachhochschulen gibt es? Welche Lehren gibt es? Denn die können genauso großartig sein und zu sehr viel führen. Das Wichtigste ist, eine gute Ausbildung zu haben, auf der du aufbauen kannst, ein Fundament in deinem beruflichen Leben, von dem du immer weitergehen kannst. Nummer 6. Es ist gut zu wissen, was du im Leben machen willst. Und wenn du es noch nicht hundertprozentig weißt, dann sieh dich um. Wer gefällt dir? Welcher Beruf? Welche Menschen siehst du, die diesen Beruf gerne machen? Warum machen sie ihn gerne? Ist es auch etwas für dich? Was gibt es sonst für Möglichkeiten? Versuch so viel wie möglich herauszufinden. Je mehr Informationen du dann hast für Berufe im Leben, desto eher wirst du plötzlich sagen, ha! Und genau das ist das Richtige für mich. Nummer 7. Wichtig ist es, 3 echte Freundinnen oder Freunde zu haben. Echt, darunter verstehe ich, in guten wie in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt. Menschen, mit denen du offen und ehrlich reden kannst, wo du spürst, sie wollen dein Bestes. Und wenn sie dich kritisieren, dann nur deshalb, damit du besser wirst und weiterkommst und nicht um dich niederzumachen. Es sollen Menschen sein, mit denen du eine tiefe Verbindung hast. 3 davon. Nummer 8. Der Einstieg ins Erwachsenenleben wird einfacher, wenn du schon jetzt, am besten in der Schulzeit, etwas Eigenständiges auf die Beine gestellt hast. Was auch immer es ist. Eine Veranstaltung,
ein Flohmarkt. Ein Projekt, wo ihr jemandem geholfen habt. Etwas, wo ihr zusammengearbeitet habt. Etwas, worüber ihr gerne erzählt. Etwas, das ihr herzeigen könnt. Vielleicht eine ganz spezielle Reise zusammen. Was auch immer. Etwas selber auf die Beine stellen. Selber organisieren. Das einmal geschafft zu haben, es auch zu dokumentieren und darüber reden zu können. Das hilft. Nummer 9. Es hilft für den Einstieg ins Erwachsenenleben. Herzhaft kindisch sein zu können. Springt ins Wasser, tobt herum, tanzt wie Kinder, lacht, bis euch der Kopf herunterfällt, erzählt euch dumme Witze, seid albern, was auch immer. Bewahrt euch, kindisch sein zu dürfen, im richtigen Moment, nicht in einem Bewerbungsgespräch, das ist schon klar, aber sonst. Nummer 10. Sucht euch einen Menschen, der Krisenzeiten durchlebt hat. Schreckliche Dinge, unangenehme Dinge, der all das aber gemeistert hat und jetzt wieder auf der richtigen Spur ist. Redet mit solchen Menschen und lernt von ihnen. Den Einstieg ins Erwachsenenleben erleichtert, ehrlich sagen zu können: Ich liebe dich, ich brauche dich, ich habe Angst. Gut ist es auch, wenn ihr ein leeres Zimmer einrichten könnt, ohne viel Geld, einfach nur mit Ideen. Wenn ihr ein Gespür dafür habt, wie so ein Zimmer gemütlich wird, was ihr dafür alles tun könnt. Es hilft, wenn man erwachsen wird, über sich selbst nachzudenken, einmal aufzuschreiben, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und wenn ihr es dann schafft, 3 Minuten lang vor Leuten, die es gut mit euch meinen, darüber zu reden, offen und ehrlich, zu sagen, meine Stärken, so sehe ich das, sind dies oder jenes. Meine Schwächen sind dies oder jenes. Und was ich damit tun möchte, ist dies oder jenes. Wenn ihr 3 Minuten darüber reden könnt, aus vollem Herzen, ganz ehrlich, ohne irgendwelchen Grenzen, dann seid ihr schon weit. Und wenn ihr dann Menschen habt, die euch gegenüber sitzen, die euch sehr mögen und vielleicht etwas dazu sagen können, dann seid ihr reich. Den Einstieg ins Erwachsenenleben erleichtert es auch, Kleidung tragen zu können für verschiedene Anlässe. Das heißt, einen Anzug oder, also es ist kein Anzug, aber einen Anzug oder ein festliches Kleid wirklich mit Würde und Freude tragen zu können, sich wohlzufühlen. Auf der anderen Seite natürlich lässige Sachen haben zu können und dann auch wiederum zu wissen, so in der Mitte, da wäre dies oder jenes gut. Da geht es nicht um teure Klamotten, da geht es nicht um Markenkleidung 0,0. Es geht einfach nur, dass ihr wisst, dies oder jenes, diese Kleidung, jene Kleidung steht mir gut, darin fühle ich mich sehr relaxed und sehr gut. Das ist sehr festlich, trotzdem kann ich das gut tragen und das trage ich jeden Tag und ich sehe darin gut aus. Einen Blick auf die Welt, und der ist immer gut, wenn man erwachsen wird, bekommt man meines Erachtens nach, wenn man mindestens 7 verschiedene Länder bereist hat. Die müssen nicht sehr weit weg sein, das können auch angrenzende Länder sein. Aber wenn man gesehen hat, wie Menschen woanders leben, wie sie sprechen, wie sie sich benehmen, wie sie sich verhalten, wenn man versucht hat, mit ihnen Kontakt zu bekommen, sich umgesehen hat und einige Tage in einem anderen Land sich aufgehalten hat, das ist auf jeden Fall hilfreich und stärkend. Es hilft, wenn man erwachsen wird, wenn man 10 Sachen aufzählen kann, die Freude machen im Leben. Ja, in deinem Leben. Die müssen überhaupt nicht groß sein. 10 Dinge, wenn du die sagen kannst, wenn du sie aufschreibst, sie dir vor Augen hältst und immer wieder drauf siehst, damit du sie auch wirklich tust. Ha! Dann gibst du dir Kraft. Hilfreich kann auch sein, deine Top 3 zu kennen. In der Musik, im Film, Bücher, Menschen, Vorbilder, was du absolut nicht magst, was für dich die 3 Top-Stärken in einem Menschen sind, die 3 Top-Schwächen und so weiter. Wenn du dir das alles überlegt hast, dann hast du ein klares Bild. Und ein klares Bild hilft immer. 18 Dinge waren das, die helfen, wenn man erwachsen wird. Und soll ich euch etwas sagen? Sie helfen auch, wenn man selbst erwachsen ist. Und jetzt bin ich schon etwas älter, aber trotzdem halte ich mir diese Dinge immer noch vor Augen und viele davon mache ich. Erwachsen sein, das bedeutet, ihr seid der Pilot eures Lebens. Steuert euer Flugzeug, euer Schiff in eine tolle Gegend, wo ihr viel Freude erleben könnt. Alles Gute!